Frauen sind äußerst aufmerksam und bemerken gleich, welche Art von Mann in ihrer unmittelbaren Umgebung ist. In diesem Video bekommst du die Antwort darauf, was sie als erstes wahrgenommen hat, als sie dich gesehen hat. Mein Name ist Andy Friday und wenn du die richtige finden und erobern möchtest, wie schon hunderte meiner Klienten, wenn du dabei mehr Erfahrungen sammeln und auf Augenhöhe kommunizieren willst, dann versuch dieses Video als Notbremse zu sehen. Und das Erste, was eine Frau abgesehen vom Aussehen an einem Mann wahrnimmt, ist, wie wohl er sich in dieser Situation fühlt. Insbesondere dann, wenn er in ihrer Nähe ist. Hat er Angst? Ist er nervös? Oder handelt er kompetent und selbstsicher? Einer Frau ist es nämlich wichtig, dass sie sich sicher fühlen kann. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis, das wir alle in uns tragen. Aber Frauen müssen, wenn es um Männer geht, in puncto Sicherheit nochmal eine kleine Spur extra Vorsicht an den Tag legen. Leider hat sie nämlich, seit sie klein war, gelernt, dass echtes Selbstvertrauen etwas anderes ist als aufgesetztes Selbstvertrauen. Die Welt einer Frau ist gänzlich anders als unsere Welt. Sie hat die Hunderten und Hunderten und Hunderten von Männern genau beobachtet, die immer eine Sache gesagt haben, aber letztlich eine andere Sache wollten. Und es war definitiv nie angenehm, für jemand anderen lediglich eine Trophäe zu sein. Und sie hat sich ganz genau gemerkt, welche Signale Männer, die etwas nicht ernst meinen, ihr ausgesendet haben. Wenn sie nicht ehrlich sind und sie durch die Fassade ihrer Nettigkeit eine andere Absicht erkennen. Für eine Frau bedeutet das, es wird unangenehm. Wenn sie merkt, ein Mann ist nicht 100% ehrlich, nicht authentisch. Er sagt etwas, aber meint irgendwie etwas anderes. Dann nimmt sie wahr, dass er unsicher ist. Frauen sehen, wenn wir verwirrt sind, wenn wir unsicher sind, wenn wir Gedanken haben, die sich um alles andere kreisen als das, was wir jetzt gerade sagen oder tun. In der Nähe von solch einem Mann fühlen sich Frauen nicht sicher. Und hier ist das Verrückte. Jede Frau kann es erkennen, wenn eine andere Frau sich so fühlt. Es ist also ganz natürlich und verständlich, dass sie sich einen Schutzschild antrainiert hat, der unterbewusst immer dann aktiv wird, wenn ein Mann sich in ihrer Nähe aufhält, den sie einfach noch nicht einschätzen kann. Sollte sie aber sehen, dass er Sicherheit ausstrahlt, dass er zum Beispiel voller Selbstvertrauen mit anderen sprechen kann, den Augenkontakt halten kann, anderen die Hände schüttelt oder so behandelt, als wären sie alte Freunde, dann kann sie etwas aufatmen, denn im Mindestmaß ist das ein Indikator dafür, dass es für sie nicht komisch sein wird. Es gibt ihr ein Mindestmaß an Sicherheit. Und sollte er dann mit ihr reden, dann weiß sie wenigstens, dass es nicht merkwürdig werden wird. Er scheint ja ganz geübt zu sein, auf andere zuzugehen, ein Gespräch zu beginnen und auch ein Gespräch zu halten. Das ist viel wert für eine Frau. Das bedeutet, Frauen wollen von einem selbstbewussten Mann, der für andere da sein will, angesprochen werden und umgarnt werden. Wir denken, es geht um andere Dinge, Status, Geld, Wohlstand, Aussehen. Aber in Wahrheit ist das Gefühl, das sie fühlt, während sie dich sieht, tausendmal wichtiger. Und ein Gefühl ist etwas, das ist so archaisch in uns festgesetzt, das kommt aus der Zeit, wo wir noch ganz genau abschätzen mussten, ob jemand eine Gefahr ist oder unser Beschützer ist. Und alles andere, Aussehen, Status, Geld und so weiter, ist kein Indikator dafür, ob ein Mann diese Sicherheit ausstrahlt. Das Wichtigste ist dieser Gefühlszustand, den sie beim ersten Eindruck bekommt. Und das kann kein Möchtegern-Alpha oder irgendjemand, der Frauen ausnutzen will oder keine Verantwortung übernimmt. Ein Mann mit Selbstbewusstsein ist ein Mann, der positiv über seine Erfahrungen spricht. Ein selbstbewusster Mann denkt nicht daran, wie er bei anderen ankommt, ob er irgendwelche Fehler machen könnte oder dass ihn andere nicht akzeptieren. Er akzeptiert sich. Und das ist das größte Geschenk, das dieser Mann ihr und anderen Menschen geben kann. Selbstakzeptanz. Es inspiriert. Es ist so angenehm, sich in der Nähe von jemandem aufzuhalten, der sich selber akzeptiert hat. Diese Sicherheit ausstrahlt. Davon wollen wir alle etwas haben. Zurück in den Raum, in dem du stehst und sie steht. Jetzt sieht sie dich. Okay, was jetzt? Selbstbewusst wirken kannst du in dieser Situation erst recht als zuverlässiger, ehrlicher und vertrauenswürdiger Mann. Dafür musst du nur deine eigene Stärke, deinen eigenen Wert als Mann erkennen, der übrigens schon längst da ist. Dein Selbstwert, mein Freund, steht außer Frage. Und ein Mann, der seinen Selbstwert erkannt hat, ist nicht davon abhängig, ob die Frau ihn mag oder nicht mag. Es kann ihm also egal sein, ob er die Frau jetzt erobert, von sich überzeugt oder ihr Interesse weckt oder nicht. Er weiß, dass er gut genug ist. Und jeder, der sich gut genug fühlt, ist attraktiv. Er weiß, dass er nie alleine sein muss. Und weil er diese Sicherheit hat, überträgt sie sich auf
sie. Frauen fühlen sich von so einem Mann einfach angezogen. Das ist das Erste, was eine Frau bemerkt, wenn sie einen Mann sieht. Und wenn du wissen möchtest, welchen Fehler du nun beim ersten Gespräch mit ihr auf jeden Fall vermeiden solltest, dann bekommst du die Antwort darauf in diesem Video.